Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin wieder live auf Twitch und wir spielen die 1000 Baby Challenge mit unserem lieben Bruno. Letztes Mal ist die Frau seiner Träume eingezogen mit seinen Kindern und einem Hund. Und mittlerweile ist der Haushalt so voll, dass ich die Krise bekomme. Und wir haben unsere ersten Teenager und unsere ersten Kinder, also Kinder im Alter, meine ich jetzt. Die sind nämlich gealtert und da freue ich mich sehr, denn jetzt sollte einiges leichter werden, statt 6 Toddler in einem Haushalt zu haben. Ich glaube schon. So, und nachdem aber noch einiges Mal Baby behalten eingelöst worden ist, glaube ich, wird die Freude nicht so lange anhalten. Und wir haben jetzt einen Hund und Bornhilda ist ausgezogen. Also letzter Part war einiges los. Und ich würde sagen, damit wir direkt weitermachen können, um unseren Score aufzubessern, ja, weil so viele Kinder haben wir ja noch nicht, würde ich sagen, wir fangen jetzt an und schnacken nicht länger rum. Also, let's go! Lilia? Der Moment, wie geht's dir? Wie geht's dir? Hey, you cute, Hallöchen! Was ist denn da los? Was ist denn da los? Das stimmt so nicht. So stimmt es doch. Ganz so gut und dir, mir geht's gut. Mir geht's gut. Meine Stimme ist sowas von fertig mit der Welt, Leute. Sowas von fertig. Nochmal, das ist ein Farbhaus. Ja, wir machen einfach direkt weiter. Was war dieses gelb-schwarze Rad? Pauline, wir haben gestern eine Farbchallenge gespielt. Das heißt, wir haben gedreht. Tschu-tschu! Nein, Leute. Wir haben gedreht, welche Farbe welches Zimmer bekommen soll. Aber das haben wir gestern fertiggestellt. Wir haben das bis 3 Samstage haben wir es gespielt. Tschu-tschu! Lass auf, no! Leute! Es reicht jetzt. Es reicht. We going under, bang bang like thunder, bang bang like thunder. Dankeschön für 200 Einhorn Bits. Warum magst du Chuchu nicht? Ich mag Chuchu herum. Bits, 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 bits. Tami, dankeschön für 25 Bits. Dankeschön. Es ist doch ein Chuchu. Nee, nee, der ist noch nicht da. Der ist vorbeigefahren, so. Und Lilia war drin. Hi! Sie hat den Chuchu gesteuert. Sie war die Lokführerin. Mit so einem Hut hat sie rausgewunken und so einer Trillerpfeife. Also, da sind wir jetzt in unserem Haushalt. Ich habe gewunken. Es werden immer mehr. Ich kann nicht mehr. Also, das Top, vielen, vielen Dank. Dankeschön für deine 200 Bits, meine Liebe. Ich drücke die ganz, ganz toll. Dankeschön. Alle einsteigen, bitte. Ich habe die Teen-Zwillinge hochgeladen unter deinem Namen, wenn du noch Teens suchst. Aber die brauchen ja wir für die Dingsy, für die Disney. Gell? Jo. Also. Evie ist eingezogen letztes Mal. Evie ist einfach so eine süße Mausi. I mean... Schaut sie euch an. Also, Evie... Kann ich jetzt... Entschuldige, ich möchte Evie zeigen. Hallo. So, Evie. Das ist Evie. Evie ist einfach so eine süße Maus. Und, ja. Los geht's mit dem Spiel. Wow. Los geht's. Zwischen Evie und Bruno hat es irgendwie gefunkt und eigentlich hat es auch zwischen uns und Evie gefunkt. Deswegen haben wir gesagt, Evie
ist einfach unser Dream Girl, mit dem wir alles, ja, in der Richtung Mama-Gameplay machen wollen. Denn Evie ist in unserer Fantasie, ist sie überhaupt nicht eifersüchtig, es stört sie überhaupt nicht, wenn er da so ne, Dinge tut. Für sie ist es komplett in Ordnung, sie haben sowas wie eine offene Beziehung und ist auch in Ordnung für sie. Also es gibt da keinen Stress, keine Eifersucht, das ist alles cool. Aber ihr ist wichtig, dass nur sie eben in dem Haus wohnt, dass sie sich um die Kinder kümmert etc., denn da legt sie Wert drauf. Da haben wir den Punkt. Also deswegen, so funktioniert jetzt ungefähr die Beziehung zwischen Bruno und Evie. Hallöchen, Letarina! Ich guck nur kurz rein, ich muss noch Zeitung austragen, deswegen hüpfe ich auch direkt in den Lurky. Danke für deinen Lurk, Support, meine Liebe. Willkommen mit ihr, bitte. Können wir leider nicht, Tini. Nee. Bin schon gespannt, was heute alles passiert. Ich bin auch schon gespannt. Ich bin gespannt, was ihr heute alles noch treibt, Leute. Ging hier schon wieder gut los. Ging gut los. Schoko-Zitrone. Ja, dann sind unsere ersten Kinder, die bei uns eingezogen sind, sind immer noch nicht umgestylt, ja? Teenager geworden. Einmal ist es unsere Eva und unser Patrick. Die sind die Teenager dieses Hauses geworden. Sehr cool. Ich freue mich richtig, dass wir jetzt Preteens haben. Und Sid und Anissa sind Kinder geworden, was auch eine super Sache ist. Ja. Also haben wir jetzt im Prinzip nur noch... Wir haben immer noch 6 Toddler. Na klar, Leute, die neuen Toddler sind ja nachgekommen. Wir haben immer noch 6 Toddler. Ich dachte, ich werde gerade entlastet, aber nein, ich werde nicht entlastet. Veronica und Nadja sind eingezogen. Ja, das sind die Kinder nämlich von Evie. Guten Morgen, Valentina. Hallöchen, meine Liebe. Wie geht's dir? Bin immer noch gehypt. Tschu-tschu. Ich warte nur darauf, dass wir 2024 noch hier hocken, um Chuchu betteln und Janine es nicht möchte und währenddessen ausrasten, weil irgendwer Baby behalten gedrückt hat. Es ist eine Patchwork-Familie. Lilia, es ist kein... Also es ist im Prinzip eine Patchwork-Familie, denn Bruno ist ja im Prinzip der Erzeuger unserer ganzen... Bruno ist Opa geworden! Der Bruno ist ein Opa geworden! Der Bruno ist ein Opa! Der Sebastian, der hat ein Kind! Der Sebastian hat ein... Der Sebastian hat ein Kind. Wir sind Opa geworden. Das ist wild. Sexy Opa. Sie ist sprachlos. Ich bin sprachlos. Das ist jetzt random. Zählt das Kind dazu? Zählt es dazu? Weil es ist im Prinzip ja aus unseren Genen rausgedroppt. Der ist doch noch ein Teenie. Oh mein Gott. Ja. What? Gedroppt. Badumts. Da ist das Enkelkind. Ja, eigentlich doch schon. Ich weiß nicht. Brutal. Oh ja. Naja, auf jeden Fall ist Bruno jetzt Opa. Das ist eine super Sache. Oh mein Gott, der arme kleine Hund. Rocco hieß der kleine Wuff. Ja, okay, also... Das Erste, was wir heute machen, ist ein bisschen umstylen. Denn Teenager, die aussehen wie... Wartet mal. Jetzt hört mal auf. Wir haben doch letztes Mal bereits umgestylt. Wir haben sie umgestylt. Warum hat es nicht funktioniert? Hä? Hä? Wir haben sie doch umgestylt. Hallo, Anitini, Hallöchen. Und sein Sohn kreilt sich die Superstar-Tochter.
es hat nicht funktioniert. Wir haben umgestylt, gell? Ich check grad gar nichts. Aber ein Clip erstellt. Hello, ich habe mal eine Frage. Und zwar, wie heißt der Mod mit der Schule? Also, wo man so Schulen einstellen kann. Wie meinst du? Bin wieder da, Babsi BB. Testing Cheats True. Cast. Full Edit Mode. Warum denn schon wieder? Ich krieg die Krise. Wir haben es doch. Was habt ihr hier geschrieben? Wo hast du was geschrieben, Hoffi? Ich sehe es nicht. Ah, hier. Wir sind alle zusammen süß. Achso. Sophie, Quark. Oh, du freust dich wenigstens über deine Emotes. Richtig voll süß. So, da ist sie, unsere Maus. Finde ich gut. Finde ich gut. Verantwortung hat sie auch halten, warum auch immer. Kurze Haustour bitte. Habe es noch nie wirklich angeguckt. Mache ich gleich. Füg sie zusammen und mach was daraus. Bibbidi-babbidi-bibbidi-babbidi aus. Dankeschön. Kann was besser sein bei 100% süß? Hä?
bist doof. Ich drück dich. Nee, also unser Zimmer hier hinten ist noch da. Weil ich habe erst überlegt, ob das Zimmer vielleicht jetzt auch weg ist, aber nee. Okay, wir haben noch ein Umstyling. Was wollt ihr jetzt für ein Umstyling? Also, das Haus sieht so aus. Das ist das Haus. Es ist sehr groß. Oh mein Gott, unser Teleskop wurde erwischt. Okay. Selber gebaut? Ja. Selbst gebaut. Dann hast du hier den Eingangsbereich. Links ist das erste Zimmer von unserer, von unseren Wölfen. Also Wolf und Unheil Leon und Valeria, unser Vampir. Dann haben wir hier von Candy und von Maxi das Zimmer. Dann haben wir hier ein Bad, so einen kleinen Gang. Hier geht die Treppe nach oben. Wohnzimmer, Küche, Esszimmer, unseren komischen Beschwörungstisch. Und hier hinten ist noch ein Zimmer. Da ist noch ein Zimmer. Und hier ist die Garage in Anführungsstrichen, dann, wo wir so Hobby-Sachen reinbauen. Und oben, wenn die Treppe hochkommt, ist hier ein Kinderzimmer der Zwillingskinder oder beziehungsweise der Teenies aktuell. Da ist der Zwillingskinder. Und hier ist das Schlafzimmer von Bruno. Hier, es ist aber alles noch nicht richtig eingerichtet, weil erstens haben wir nicht genug Geld und zweitens dürfen wir immer nur einrichten, wenn wir Zwillinge bekommen. Also dann dürfen wir ein Zimmer einrichten. Dieses Zimmer war bereits schon, weil das habe ich eingerichtet für Instagram, für eine Story von mir. Ja, ja. Ja, auch gut, habe gestern eine neue Maus bekommen, weil ich meine alte kaputt gemacht habe. Also auf den Tisch gehauen, weil ich vergessen habe, sie loszulassen. Und dann ging der rechte, oh no, kaputt und dann ist der Knopf wieder. Ja, und der rechte Mauskopf wurde mehrere Tage von einem Zahnstocher gehalten, damit der Knopf geht. Valorant halt, ach so. Guten Morgen, Marie. Kann man das runterladen? Das Haus ist mega. Vielen, vielen Dank, Angie. Vielen Dank. Psst, war ein Hype-Train. Jetzt ist er ready, der Hoffi. Jetzt ist er ready. Ich weiß gar nicht, ob ich schon hochgeladen habe. Aber das ist das Haus. Ach so. Und hier üben ist eine Scheune bzw. eine Stallung, weil ich einen Pferdestall gebaut habe. Für die Story. Runde Wände. Ja, die kommen bald. Ich freue mich auch so darauf. Die ist jetzt aber sehr stabil. Die neue Maus ist sehr gut. Das ist sehr gut. Perfekt. Okay, das Haus ist so schön. Können wir den Baustil tauschen? Wie meinst du den Baustil tauschen? So, Umstyling. Dann würde ich sagen, stylen wir vielleicht Patrick um? Habt ihr Bock, Patrick umzustylen? Oder wollen wir erst einen Toddler und dann wieder einen Teenie? Erst ein Toddler und dann ein Teenie oder, ja. Oder ein Kind. Wir haben ja auch noch Sid und Anissa. Ich will das Haus haben. Das freut mich. Oder, wir machen jetzt erstmal Pause. Wir haben jetzt im Prinzip, also was heißt Pause? Pause mit Umstyling. Wir haben jetzt unsere Maus hier umgestylt. Und spielen jetzt erstmal weiter mit Bruno. Denn letztes Mal hatten wir auch so viel Umstyling und alles Mögliche, dass wir fast keine Kinder gekriegt haben. Leandra, haben wir Baby machen extra bekommen hier in der 1000 Baby Challenge? Weil dann dürfen wir mit Ivy nochmal ein Baby machen. War das so? Dann dürfte nämlich Ivy noch ein Kind bekommen. Kann es kaum erwarten. Habe auch überlegt, ob ich nach dem Pack auf mein CC... Hab ich doch eingelöst. Ja, von Chris. Siehst du, genau. Stimmt. Stimmt. Genau, von Chris. Okay, gut. Das ist sowas Sache. Aber schwanger war sie noch nicht, gell? Perfekt. Perfekt. Ich kann mir das doch auch nicht merken, Mensch. Wir spielen sechsmal die Woche Sims. Jedes Mal was anderes. Petri hat gefliegt. Oh mein Gott, es war so süß. In einem Land vor unserer Zeit, es war so süß. Es war so süß. Petri hat gefliegt. So goldig. Hab's geliebt.
Ja, also wir könnten mit Ivy natürlich irgendwas verführen. Flüstern. Wir könnten mit ihr natürlich irgendwas machen. Wir können sagen, sie soll malen oder sie soll irgendwelche anderen tollen Sachen machen. Ich weiß nicht. Also auf was habt ihr Bock? Was soll Ivy machen? Denn sie ist ja jetzt ein fester Bestandteil. Ich umarm dich auch, Papsi. Schnell rauben wir das Haus von Xavier ab. Nee, glaube nicht. Ich gebe es auch freiwillig ab. So ist es nicht. Was machen die jetzt? Techtelmechtel. Habe ja gar nichts gesagt, aber okay. Was jetzt eigentlich mit den Kindern? Also mit den ganzen kleinen Kindern? Oh, oh. Oh, guck mal. Da ist doch Kuchen. Die können das doch essen. Na, schau mal hier. Ein Stück kannst du dir nehmen. Ein Feini. Noch irgendwo ein Feini? Hier ist ein Feini. Hier kannst du auch ein Stück essen. Kannst du auch ein Stück essen? Lecker. Schokotorte zum Morgen. Super, super, super. Okay. Eigentlich brauchen wir auch neue Betten, weil wir haben ja jetzt Kids und Preteens. Das heißt, hier müssen ja dann die Kids schlafen. Mein Gott, guck mal, sie bringt sie einfach ins Bett. Iva. Oh. Süß. Und hier schläft ja im Prinzip Iva und Patrick. Oder wir sagen, dieses Zimmer ist schöner eingerichtet für Kinder, dann sollen die einfach rüber wechseln und wir machen halt für die Preteens hier ein neues Zimmer rein, was halt auch cool wäre, ne? Bin gleich wieder da. Ich esse erstmal Frühstück. Mach das. Mach das. Ich werde schon am Verzweifeln mit drei kleinen Kindern. Ja, es war auch die Hölle. Also ich sagte, wie es ist. Es war die Hölle. Ganz, ganz schrecklich. Also es ist auch die Hölle. Littlefoot, ja, Littlefoot, Ducky. Ich habe gestern zweimal hintereinander Drillinge bekommen. Was? Und ein einzelnes Kind. Hey ho, hey ho. Hallo, Manaria, Hallöchen. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Guck mal, sie bringen einfach die Kinder ins Bett. Wie süß ist das denn? Einfach süß. Mach doch einfach hier ein Nickerchen. Dann geht's dir doch besser, du kleine Maus. Wer ist das? Das ist Nadja. Nadja, schlaf doch da einfach. Ja, okay, dann mach halt einfach, was du willst. Schlaf du. Eingekackert hat sie sich auch noch. Oh, ja. Also das sind alles so wilde Outfits. Und die haben alle Afros, ne? Jedes Kind hat einfach ein Afro am Anfang. Jedes Kind trägt Afro. Warum? Warum? Wir wissen es nicht. Okay, Ivy geht soweit eigentlich ganz gut. Und was machen wir heute mit Bruno? Worauf haben wir Lust? Wollen wir einfach irgendwelche... Ducky ist besser vom Land von... Ja, Ducky ist sehr süß. Ducky ist sehr süß. Und dann gab es noch Sarah und Spike. Wählst du dann das Kind, was von deiner im Haushalt Frau kommt? Ja. Sid ist ein Kind geworden. Da ist er doch. Petri hat gefliegt, ja. Da ist er doch. So, die Frage ist, wie gesagt, was machen wir mit Bruno? Was haben wir noch vor? Wir haben unser Alien-Kind ja schon, beziehungsweise, oh Gott, die müssen ja auch noch einziehen, gell? Das Alien-Kind muss noch einziehen, aber jetzt ist Leandra weg. Die hat den Überblick. Naja. Das Alien-Kind muss noch einziehen und das Meerjungfrauen-Kind muss noch einziehen. Und Ivy bekommt jetzt ein Kind, was wir noch behalten müssen. Es wird heftig. Es wird richtig heftig. Kann ich es mit dem Namensgenerator... Kann ich mit dem Namensgenerator einen Namen geben? Yes, kannst du. Eigentlich mitbekommen. Ja, ist ja nicht so schlimm. Mir geht's super. Und dir? Ich habe gestern mal meine Klamotten und Haare ausgemistet bei Sims. Und habe mir jetzt neuen CC runtergeladen. Mit Max's Match. Oh, wie schön. Und von Kendra das Kind. Ich will schwitzen. Ich kann's gerne Fitness mögen, Sid. Oh Gott, Vanaria läuft richtig... Vanaria, sag ich schon. Malia läuft richtig komisch. Richtig komisch. Und Kendra? Ah, da ist Leandra.
Kendra, ein Mädchen. Genau, aber Kendra war doch das... Ah nee, war der hübsche Sim. Der hübsche Sim von Kisu Kisu. Weil sie das Baby machen für Bruno von Ivy. Genau, Alien-Baby von Leandra, Meerjungfrauen-Baby von Sharon, Analias Kinder für Miriam. Okay. Nice! Bin ein Sim! Ich will, dass das Baby dann Barry heißt. Sehr gerne, können wir machen. Guck mal, da gibt's Seifenblasen. Ja, mach mal. Blasen machen. Oh, sie hatten ja ein Techtelmechtel, Leute. Sie hatten Techtelmechtel. Wow, die Seifenblasen sind ja sogar rot. Süß. Okay, pass auf. Wir machen direkt, weil die sich sofort geliebt haben und sofort abgegangen sind in den Federn, machen wir direkt eine Abstimmung. Ist Ivy schwanger? Yay or nay? Direkt. Ich bin ein Sim anderes Geschlechts. Ja, du hast gesagt, du möchtest unbedingt, dass es Sid heißt. Aber das Mädchen hatte bereits schon einen Namen. Also ist Sid jetzt ein Junge. Yay, es werden meine Bärenkinder. Ja, eins nehmen wir auf jeden Fall, Barry. Da bin ich dabei. Ja, alles gut. Chris, machst du die Abstimmung? Abstimmung? Ja, halt Vorhersage, Chris. Habe ich doch gerade gesagt. Ist sie schwanger oder nicht? Ey, wer war auch ein süßer Typ, ist, glaube ich, die es sind. So. Und ich bin kurz weg. Wenn du die Prediction gemacht hast, ist Ivy schwanger, yay oder nay? Spam unsere Sachen in den Chat. Ich bin gleich wieder da. Ich gehe kurz Pipi machen. Bis gleich. Hab abgestimmt, ja. Kann ich abstimmen? Brutal. Oh no. Und wie ist es gelaufen? Die meisten sind für nein. Perfekt. Okay. Ich bin ja gespannt jetzt. Dann kann ich dich in die Zukunft schauen und vorhersagen. Tini, we going under. Bing, bing, like thunder. Ganz genau. So ist es. So. Ach, lief das Spiel jetzt gar nicht weiter? Oh no, ich wollte es einfach laufen lassen. Naja, egal. Bin aus Versehen rausgetappt. So.
Und Ivy schläft hier auf dem Schaukelstuhl. Dann gehe ich mal kurz rüber in die andere Ansicht. Und wir gucken mal, was mit der Maus los ist. Oder halt auch nicht. Weil es nicht funktioniert. Ich will sie anklicken. Leute, ihr dürft es nicht sehen. Ihr dürft es nicht sehen. Sie schnarcht. Oh mein Gott, ich möchte es anklicken. Hallo. Es tut mir leid, wir können... ich weiß nicht, was es wird. Ich kann sie nicht anklicken. Kann sie halt wirklich nicht anklicken. Was soll das? Steh jetzt aus dem Schaukelstuhl auf. Warte dich. Jetzt geht's. Ich konnte sie nicht anklicken, während sie im Schaukelstuhl saß. Leute? Also? Ivy ist... schwanger. Ivy ist schwanger! Und jetzt brauchen wir die Abstimmung, die Vorhersage bitte. Yay! Ein Mädchen, ein Junge oder Mehrlinge bitte. Yay! 3930, sehr schön, sehr schön. Sehr schön, ich habe 2000 dazu bekommen. Sehr schön, schwanger mit Bären. Was bekommt Ivy? Bekommt sie Mädchen, Junge oder Mehrlinge? Stimmt ab. Mädchen, Junge oder Mehrlinge? Ha ja, ich wusste es, auch wenn ich gerade dazu gekommen bin. Junge, sagt Sid. Oh, Junge, sagt Sid, okay. Du. Das Simba wieder. Ich freue mich so, wenn der kleine Werwolf älter wird. Ich glaube, es wird richtig cool. Ich glaube, es wird einfach richtig cool. Die Manieren von Eva reichen für den Erwerb des Merkmals gute Manieren aus. Sehr schön. Kann er Hundefutter essen? Nee. Ich dachte halt, weil er ein Werwolf ist, ne? Aber nee. Wieso wird sie jetzt da reingelegt? Sie hat hier ihr Bett. Hallo. Du Butler, hör auf, mich zu tragen. Ich möchte darüber. Ich möchte darüber. Ich sehe es überhaupt nicht ein. Freunde werden. Ich möchte mich unbedingt mit einem bestimmten Kind anfreunden, aber es scheint nicht mein Freund sein zu wollen. Was kann ich tun, damit es mein Freund wird? Überlege dir eine besondere Freundschaftsgeste. Sei einfach weiter nett. Sei einfach weiter nett. Das ist okay. Das ist okay. Und du kannst hier schlafen gehen. Wartet mal. Nee. Wenn ich groß bin, möchte ich Ninja werden. Was muss ich jetzt tun, wenn ich später ein Ninja werden will? Übe jetzt schon mal, dass du wie du dich verbirgst. Das ist gut. So, bekommt... Bären? Ach, sie bekommt Bären. Das weiß ich, aber ich kann nicht abstimmen. Wie? Du kannst nicht abstimmen. Waschen. Was? Waschen? Wir haben zu viele Mädchen. Wir haben wirklich viele Mädchen, das stimmt. Piers Delgato ruft an, um zu plaudern. Ich glaube, das ist ihr Vater. Ich glaube, das ist ihr Vater. Gucken wir mal in ihrem Stammbaum. Sid möchte ein Ninja werden, ja. Sid möchte ein Ninja werden, ja. Das ist ihr Vater. Nee, das ist ja nicht ihr Vater. Ach, das ist ihr Bruder. Ihr Bruder, guck mal, wie süß die Family einfach ist. Einfach süß. Und sie wird in sowas Wildes rein teleportiert. Oh, da. Genau, das ist die Mutter. Das ist übrigens die Mutter, das ist der traurige Clown. Aber jetzt ist ja Lilia nicht mehr da. Bitte. Also, wollt ihr die Auflösung hören? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Es werden zwei Mädchen Mehrlinge. Es werden einfach Zwillinge. Schon wieder. No. RIP. Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Oh mein Gott. Was habe ich heute für ein Glück? Oh mein Gott, Sarah, wie viele Punkte hast du denn jetzt? Oh no, Lutopo!
Juhu, 55 dazu bekommen. Sehr schön. Was ist denn mit dir? Dann geh doch einfach schlafen, du kleiner Gubbel. Gubbel, 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 Gubbel. Du will ins Bett. Ja, dann geh doch, Kind. Ach, ist es... Ah. Ausschalten! Deshalb sind die wieder aufgewacht, weil hier Metal immer noch läuft. Und die ganzen Kinder stinken. Vor allem das Schlimme ist, es ist ja erst Samstag. Das heißt, die müssen ja nicht mehr in die Kita. Eieiei, okay. Also, Ivy ist schwanger. Wie viele Kinder haben wir denn aktuell? Ich muss mal kurz nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okay, 24 aktuell noch. Wie sieht denn das jetzt aus? Hat jetzt... Ach, das Problem ist, ich weiß jetzt halt einfach nicht, ob die andere schon... Maja, nee. Nö. Okay, nee. Also wir haben die anderen Babys noch nicht bekommen. Also sie sind noch nicht mal geboren. Okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Dann können wir heute auf jeden Fall Werde für zwei Jungen. Hab fast 20k. Sarah, ich habe ein bisschen Angst vor dir. Wir könnten jetzt bei drei Verabredungen Gold verdienen. Wir könnten jetzt rein theoretisch nee. Wieder neue Leute kennenlernen. Ne? Ihr wisst Bescheid. Wir haben ja einige von euch platziert. Eliana zum Beispiel haben wir auch platziert, glaube ich. Genau, Kendra ist dieser mega hübsche Sim. Der hat mir sehr gut gefallen. Und ich würde sagen, wir reisen jetzt einfach mal. Was? Jeder hat das Recht, dumm zu sein? Stand das wirklich da? Wo bleibt denn die Party-Type? Hoffi! Ich habe 25k. Ich bin halt eine fleißige Lurk-Mausi. Das weiß ich, Sarah. Du bist mega die Mauti. Noch 2k, dann gibt's noch mehr Babys. Nee! Ich bekomme vielleicht Sims 4. Oh, wie schön, Marie. Schön. Ja, Leandra. Oh, was? Oh mein Gott, guck mal, wir haben so viele Kinder. Das wird gar nicht mehr angezeigt. Oh. Das ist blöd. Ah, guck mal, da. Die haben wir einziehen lassen. Die könnten wir besuchen. Die sieht doch nett aus. Die Claire. Die hat anscheinend schon geheiratet. Aber es ist uns wurscht. Wir besuchen die Claire. Alleine. Willst mich auch vielleicht platzieren? Ihr könnt gerne immer Sims erstellen für Bruno und für alle weiteren Challenges und Let's Plays. Also Ausrufezeichen Challenge und dann kommt ihr zu den ganzen Challenge-Regeln und zu den aktuellen Hashtags, was ihr bauen, hochladen, wie auch immer könnt. Er kommt direkt in der Boxershort an. Oh, Wetzel. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich jetzt Outfit wechseln mache, nachdem das einmal passiert ist. Ich hätte einen Sim. Einfach hochladen, Teenie. Einfach hochladen. Direkt Bock. Direkt Bock. Ja, ja. Super Sache. Super Sache. Hey, Leute, wir können doch einfach, guckt mal, wieso zähle ich eigentlich jedes Mal? Ich kann doch hier einfach draufklicken. Steht doch 24 Kinder. Wieso zähle ich eigentlich immer? Er ist schon hochgeladen. Okay. Hallo? Oh no, der Mann ist ja nur zu Hause. Wo ist denn die Frau? Ah, da. Bezaubernd vorstellen. Was möchte er denn mit Ivy? Freundlich zu Ivy sein, das ist gut. Jemand kennt den? Oh ne, hat er wieder Filzläuse? Ja, ja. Die geben wir jetzt erstmal weiter. Super Sache. Oh, die Frisur ist ja schön. Oh. Ist sie begeistert von uns? Ich weiß ja nicht, so wie sie sich umgedreht hat. Erst ein Kuss erleben, super Sache. Oh, guck
guck mal, wie süß sie aussieht. Guck mal. Schaut mal, wie süß sie einfach aussieht. Oh mein Gott, ich komme nicht klar. Hände küssen. Gesteht sich angezogen zu fühlen. Anmachspruch. Also Bruno ist super drauf. Knuddeln. Händchen halten. Internet ist scheiße. Oh no. Oh no. Valentina, bist du auch noch da? Wie schön, wie schön. Rose anbieten. Kaum, dass sie schon im Flirtmodus. Ja, schon im Flirtmodus. Herzlich willkommen in der Wüste. Lost Neverland. Herzlich willkommen in der Wüste. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Hallöchen und vielen Dank für deinen Follow. Ein Herzchen und ein Küsschen an dich. Hallo. Er da. Ach so. Ja, ja, genau. Ja, ja. Sofort hat sie Bock. So, los geht's. Auf geht's. Auf geht's. Ich lache ja, wenn der Mann hochkommt. Das wäre echt doof. Aber es ist... Ja, eine Dusche hat er nicht. Nee, nee, okay. Also es geht halt auch nur ins Bett. Oh, das ist aber cool gemacht. Guck mal. Er kommt. Rein. Die ganze Zeit kommt er nicht und jetzt kommt er direkt rein und dann so, Bruno ist kacke. Er schaut einfach. Ich habe gerade Henry Puffer Online Quiz gemacht. Das hat mich in das Haus der Alpagard gebracht. Ah. Lädst du ihn dann runter? Später, ja, ja. Gleich geht's in die Federn mit den beiden. Super, ja, ja. Müssen ja vorankommen. Ja, ich habe mein CC aussortiert, habe einen nervigen Bug mit Augen. Oh no, dass überall, also dass die Augen nicht, dass du die Augen nicht tauschen kannst. Ist das der Bug? Dann hast du diese Default-Augen, die musst du rausmachen. Irgendwelche sind nämlich kaputt, wenn du den meinst. So, dann gleich nochmal, du. Gleich nochmal in die Federn. Schau mal, wie oft es funktioniert. Wie oft der Bock hat, die Claire. Der Ehemann immer zuschaut. Der verprügelt uns einfach gleich. Er verprügelt uns einfach gleich. Hat er jetzt mit uns so eine negative Stimmung? Nee. Glaube nicht. Glaube, die Claire hat einfach nur eine schlechte Stimmung mit ihm. Er hat jetzt Groll, glaube ich. Im tief sitzenden Groll wiedergewachsen. Achso, oh. Oho, oho. Wieso ist er hungrig? Hat er nichts gegessen? Ich hab doch gesagt, er soll was essen. Naja. Ja, und einige Augen glitschen raus. Sieht aus, als wären sie Schnecken. Oh. Oh, ja, Valentina. Default-Augen rausmachen. Default-Augen rausmachen und vielleicht dir aussuchen, welche du am liebsten magst. Und nur noch die reinmachen. Oder updaten. Die Augen. Das geht auch. Kannst du ja auch updaten. Schon mies, der Typ daneben. Sie hat Spaß mit Bruno. No, no, no. We don't talk about Bruno. Ganz genau. Er will uns attackieren. Ich glaub's auch. Also, ich finde, er nimmt es noch recht entspannt, ne? Also, er ist noch sehr entspannt für das. Also, das finde ich schon sehr cool irgendwie. Wie das gebaut ist, ist schon cool. Ich weiß zwar nicht, warum das hier so leer ist. Weil man könnte so einen richtig schönen Indoor-Garten hier reinbauen. Aber prinzipiell ist es voll schön. Wisst ihr, wie ich meine? We don't talk about Bruno. No, no, no. We don't talk about Bruno. Sie hat Spaß mit Bruno, ja. Sie hat Spaß. Er ist so... Geh mal weg, geh mal weg. Ich hab hier Spaß mit deiner Frau. Geh mal weg. Los. Los. Auf geht's. Noch einmal. Ja, super. Und er so. Er ist einfach so pain. Ja, genau. Ja. Wer war das?
Wer war das, mit dem du da im Bett warst? We don't talk about Bruno, no, no, no. We don't talk about Bruno. Ganz genau wird es so sein. Ich will meine Fezis mit dir teilen. Guten Morgen, ihr Lieben. Hallo, Metzki. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Hallo. Du, du, du. Du, du, du. So, wir machen eine Vorhersage, Leute. Ist, wie heißt sie? Claire, glaube ich. Ist Claire schwanger? Yay or nay, Leute? Ist Claire schwanger? Yay or nay? Ist sie schwangi? Ich habe gerade Sims deinstalliert, um alles nochmal neu zu machen. Oh, wie cool. Das ist auch schön. Das ist auch schön. Im Prinzip komplett neu. Der ganze Speicherstand neu. Alles komplett neu aufbauen. Finde ich auch cool. Habe ich auch vor 5 Jahren. Oh mein Gott. Mir geht es gut, nur etwas müde, da wir, warum auch immer, erst um 3 schlafen gegangen sind. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Mir geht's auch gut. Ja, ich lösche meine 7 Kinder. Warum löschst du die 7 Kinder? Ich habe keine Vorhersage. Die ist auch noch nicht da. Mir geht's gut. Nur etwas müde. Ach, habe ich gerade schon gelesen. Muss sein. Füg sie zusammen und mach was daraus. Bippidi-bappidi aus. Dankeschön. Lass da auf, danke. Du. Hä, ist Claire? Leute, was? Claire, aber egal. Also ist sie schwanger? Yay oder nay? Das ist die Frage. Das ist Claire, ja? Das hier. Ist sie schwanger? Yay oder nay? Oh, die Katze ist ja süß. Das ist die Maggie. Ich möchte sie mitnehmen. Hallo, Maggie. Laserpointer spielen. Maggie, kommst du mit uns mit nach Hause? Maggie, uns geht super bei uns. Könntest du mitkommen? Wir sind ja noch nicht genug Leute. Es geht nicht bei mir mit der Vorhersage. Ich gebe auf. No. No, Tini. Hat sie Filzis, yay or nay? Das ist doch das K am Anfang. Hä? Was? Landra, was? Die. Ich bin gespannt. Was wählt ihr aus? Wo ist die Tapete bzw. die Wandverkleidung, CC? Im oberen Stock? Nee. Alles Custom Content los. Alles. Also da gibt überhaupt kein Custom Content hier. Meinst du das? Nee. Alles ohne CC gebaut. Immer. Oh, nimm dir mal ein Gericht. Nam. So, also. Die Vorhersage ist abgelaufen. Leute, ist sie schwanger? Yay or nay? Und ich kann euch sagen, sie ist... Also Leute, es tut mir sehr leid um eure Punkte, aber... Ja, sie ist schwanger. Sie ist schwanger. Beruhigt euch. Sie ist schwanger. Super gemacht. Hast du gut gemacht. Yay, schwanger. Und jetzt kommt direkt die nächste Vorhersage. Junge, Mädchen oder
Mehrlinge, ihr wisst Bescheid. Wisst ihr, was das Positive ist? Wo gehen wir noch hin? Es ist ja erst 2 Uhr nachts. Wieso spielst du das eigentlich mit einem Mann und nicht mit einer Frau? Weil ich gesagt habe, wenn, dann spiele ich das mit einem Mann, weil wir dann die Schwangerschaft nicht abwarten müssen. Bis wir im Prinzip weitere Kinder bekommen. Und 1000 Babys mit einer Frau wäre mir echt zu viel. So, wo wollen wir dann hin? Leandra, wo haben wir den Leandra einziehen lassen? Hier wohnt niemand. Oh. Herzogin Grace Williams. Doch, das war jemand von euch. Kommt, wir wollen mit der Herzogin Grace Williams ein Kind. Das ist doch was, das wollen wir gerne. Hallöchen, ich wurde gerade so schön geweckt. Hallo Gurki, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Tini, du darfst so viele Sims erstellen, wie du möchtest. Ich habe von mehreren Leuten ganz viele Sims platziert, damit wir eben mit euren Sims Babys machen können, ja. Okay, also mal. Der Zuhörer, promiweise, ist nicht so lange eine Beziehung zu haben. Mann, wo ist denn die? Ist sie hier drin? Hallo? Hallo? Bist denn du Herzogin Grace William? Ist sie hier irgendwo? Seht ihr die? Naja, anscheinend geht's dann doch nicht mit der Grace Williams. Gut, dann gehen wir halt... Wow, also der Ausblick ist ja auch wahnsinnig hammermäßig. Wow. Janicelein, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir, meine Liebe? Leute, ich bin so müde heute. Sarah, aufstehen. Wiggle, wiggle tanzen. Los, danach bist du wieder fit. Los. Wie geht's dir eigentlich? Mit deinem Kronski ist es schon besser. Du. Wo haben wir denn die ganzen Leute einziehen lassen? Du. Ich habe auch 2 Sims öffentlich hochgeladen. Ah, hier. Sissy wohnt hier. Sissy besuchen wir. Sissy ist sehr nett. Wiggle, wiggle. Mhm. Hast du alle Add-ons? Yes. Ich habe alle Erweiterungen, Delia. Alle bis auf ein paar Klamotten, aber... Hm. Ich gehe jetzt erstmal duschen, muss nur Motivation finden. Mir geht's super. Ich hatte gerade ein schönes, entspanntes Sonntagsfrühstück mit frischen Brötchen. Oh, wie lecker. Wie lecker. Also, Leute, die Vorhersage. Wir sind fertig, ja. Und... Ich kann euch sagen, die liebe Claire bekommt ein Jungen. Wir bekommen einen Jungen. Hoffe, die Universe des Chats geht's auch gut. Ja, mir geht's gut. Den meisten geht's auch gut. Yes, Mann. McQueenie, hast du abgestimmt, ja, für einen Jungen? Leute. Ein Junge! Mädchen, Junge? 4000 Punkte gehen an Sarah? Was ist denn jetzt schon wieder? Sarah räumt ab! Es ist nicht mehr normal. Sie räumt einfach ab. Hallo Sissy. Oh, er findet sie. Sie hat in den Ohren gebohrt und jetzt mit der Hand in den Salat rein. Justin, guten Morgen. Hallöchen. Sarah hat einen Schnapp gemacht. Oh, Sarah macht die ganze Zeit schon einen, du. Sarah hat wie viele Punkte heute gemacht? Justin, wie geht's dir? Alles klar? Das bin ich ja gar nicht gewohnt. Fühlt sich toll an.
So, nur noch das Haus auf Solani dekorieren. Und es ist bezugsbereit für meine jetzt größer werdende Familie. Oh, ich hab die Drohne, gell? Fruit Simba. Ein Kuss auch. Er findet sie anscheinend sehr, sehr sexy. Holla, die Waldfee. Guck mal. Betören. Also 8000 waren es auf jeden Fall. Sarah, einfach wild. Einfach wild. Einfach wild. Susu. Und flup. Ich bin gespannt, wann die Kinder geboren werden. Leute, wir machen jetzt. Wartet, wir machen jetzt gleich die Vorhersage, ob Sissy dann schwanger ist. Und dann machen wir die Vorhersage, ob in den nächsten 15 Minuten ein Baby geboren wird. Na, also dann können wir hier ein bisschen Punkte reinbringen, Leute. Das ist eine super Sache. Und Sarah möchte nämlich noch mehr Punkte, habe ich gehört. Also Sarah hat Bock. Sid möchte Mama werden. Was zuerst? Ja, es kommt jetzt erst, ob Sissy schwanger ist, aber ich kann das ja noch gar nicht sagen. Aber ich gehe jetzt duschen, dann dürft ihr in der Zeit gerne auch Punkte abräumen. Okay, Sarah, geh duschen. Auf geht's. Auf geht's. Töchtelmächtel in der Dusche. Oh, das ist super, super schnell dabei. Die Sissy, die hat Bock. Ist auch so ein kleines Häuschen, ne? So ein Starterhaus. Uiuiui. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Die bohren immer in den Ohren und gehen dann in den Salat mit den Händen, weil die haben dann noch nicht die Kochfähigkeit so hoch. Ich glaube, das liegt nicht an der Kochfähigkeit. Liegt es nicht daran, weil sie chaot ist? Ich glaube, sie ist vom Charakter chaot. Jetzt geht es wieder mit meiner Vorhersage. Hab Twitch neu gestartet. Perfekt. Geheimrezept mit Ohrenschmalz. Ganz genau so wird es sein, Sid. Ganz genau. So, unten Techtelmechtel mit der Sissy. Los geht's. Bruno darf es nicht schlapp machen. Listo, ich drück dich. Notiert, ja. Wir brauchen auch so ein Notiert-Emote eigentlich. Ein bewegtes wäre cool. So, wo die ganze Zeit so die Augen hin und her gehen. So, tschup, 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 tschup. Das wäre cool. Das machen meine auch immer und die sind nie chaot. Echt? Oh, ob sowas mit niedriger Kochfähigkeit zu tun hat, Gurki? Ich weiß ja nicht. Das ist ja richtig Bebepfui. Okay, also Leute. Vorhersage, ist Sissy schwanger? Yay oder nay? Yay. Oh nee, wenn sie jetzt auch schwanger ist. Das wäre mal wild. Ist Sissy schwanger? Yay. Oh nee. Yay. Oh nee. Kumpel, 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 Kumpel. Du, 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 du. Bruno die Maschine. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wo ist denn das jetzt? Wo ist denn das jetzt? Ah, da. Fruit Simba? Nee, Bruno ist jetzt plötzlich schwanger. Das wär's. Das wär's, wenn Bruno jetzt plötzlich schwanger wäre. Das wär's sehr wild. Brutal! Haut die Punkte rein! Haut sie rein, Leute! Haut sie rein, die Punkte! Nee.
So. Gubbel, gubbel. Gubbel, 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 gubbel. Ist sie schwanger? Ja oder nein? Ich fange wenig an. Besser ist besser. Was meinst du, Gurki? We don't talk about Bruno, no, no, no. We don't talk about Bruno. Ey, gar nichts machen wir jetzt. Der bleibt jetzt daheim. Daheim bleibt er. Naja, wobei. Sie rennt einfach los. Er wird ohnmächtig. Lea, hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie war dein Sonntag bis jetzt? Hast du gut geschlafen? Wenn er von Alien entführt wird, ist Brunos Schwangerschaft gar nicht unwahrscheinlich. Stimmt. Ich habe nicht so viele Kinder gerade. Ich bin pleite. Ja, also. Ich möchte nicht darüber reden. Ihr seht, wir sind auch sehr, sehr knapp bei Kasse. Und nachdem wir jetzt Bone Hilda rausgeschmissen haben, die ja die ganze Zeit unsere Bilder gemalt hat, wird es echt schwierig. Wird schwierig. Wird sehr schwierig, sage ich euch. So, Bruno. Mach mal kurz ein Kraftnickerchen, damit du nicht schon wieder komplett abkackst hier und dann... It was my wedding day. Wieso ist sie raus? Wieso wir Bornhilda rausgeschmissen haben? Ja, weil sie absolut eifersüchtig war und ja, also es war ein bisschen schwierig mit Bornhilda. Es war sehr schwierig mit Bornhilda, um genau zu sein. Ja, deswegen haben wir gesagt, nee, es ist jetzt an der Zeit zu sagen, goodbye, Bornhilda. Und sie hatte dann auch noch was mit dem Butler. Das war das Nächste. Ich muss kurz mein Zimmer aufräumen, alles klar. Danke für deinen Dog-Support, Lost Hope. Die Kinder können auch eine Geldquelle werden, aber keine große. Was können die denn machen? Bilder malen, meinst du, Cookie? Nein, nicht gehen! Okay, das habe ich verpasst, ja. Also, sie hatte was mit dem Butler und ja. Naja. So, was habt ihr abgestimmt? Stricken? Ah, können die Kids auch? Stimmt. Stimmt, stricken können sie auch. Stricken können sie auch. Naja gut, dann geh halt einfach mal in die Arbeit. Zur Arbeit gehen. Hä? Zur Arbeit gehen. So, ach, es ist Sonntag. Oh, Pain. Ivy ist am Schwimmen, oder was? Wie schön. Guck mal, jetzt kann Anissa noch schwimmen gehen und Sid kann ein bisschen schwimmen gehen. Es ist ja warm, ob es jetzt regnet oder nicht, ist ja irgendwie echt egal. Ist ja voll egal. Oh, guck mal. Eva spielt Schach, das ist auch schön. Und Patrick, was macht der? Wo ist Patrick jetzt? Patrick. Patrick läuft hier unten rum. Das ist der traurige Clown übrigens. Achso, Lilia ist ja gar nicht mehr da. Pain. Im Urlaub. Mhm. Maxi ist traurig. Warum ist Maxi traurig? Nö, eigentlich geht's ihm gut. Maxi ist gut gelaunt. Kenny ist auch gut gelaunt. Ja, eigentlich geht's super. Unheil Leon, aber warum sind die alle traurig? Zurückgelassen, weil er kein Elternteil in der Nähe. Warum seid ihr denn alle traurig? Kommt doch. Schaut mal, ihr könnt doch alle hier hin. Aber, ach so, wo ist Ivy? Ach doch, Ivy ist ja da. Ivy ist so hübsch, ne? Also ich komme nicht klar. Ich komme einfach nicht klar. Beanspruchen. Nochmal. Der kleine Hund kann doch auch mitschwimmen, oder? Ja! Ja, oh nein, warum ist er denn traurig? Rocco, warum bist du traurig? Oh mein Gott, ist das süß! Guck mal, wie er mitschwimmt, Leute. Wie süß ist das denn? Rocco ist ein Zuckerstück. Einfach der süßeste Hund. Aber er ist traurig. Warum? Rocco, warum bist du... Oh Gott. Sein Halbbruder ist gestorben. Piccolo, no. Halbschwester, Halbbruder. Doris. Tasha. Wallace. Blau. Ah, blau war die Oma. Snacks, wie süß. Oma, Ninja. Nibbler. Nibbler war auch so ein NPC, oder? Monty? Wendy? Was sind denn das alles für Hunde? Der ist ja süß.
Der ist süß. Wo ist Leon? Ich möchte Leon entdecken. Der ist süß. Den will ich haben. Leon will ich. Guck mal, wie goldig der aussieht. Wild. Naja, auf jeden Fall haben wir Rocco. Und Rocco ist auch sehr süß. Komm her, komm her. Komm her. Hör ich hier Kinderarbeit? Quatsch. Hallo, Sophie. Hi, hi. Wie geht's dir? Hatte jetzt erst Zeit. Ach Quatsch, du musst dich doch nicht entschuldigen. Wie geht's dir? Hast du gut geschlafen? Bist gut in den Tag gestartet? Oha, wieso oha? Haben wir jetzt die Umfrage schon aufgelöst? Nein, na, nee. Also Leute, ich kann euch sagen, die liebe Sissy ist schwanger. Die ist einfach schwanger. Heute hat der Bruno Bock. Heute hat er Bock, sag ich euch. Er ist gut gelaunt und heute klappt's. Heute klappt's. Es gibt ja auch andere, ne? Andere Tage. Wuhu! Ich hoffe nicht, dass du so viele Punkte bekommen hast, sondern nuller weniger. Sehr schön, sehr schön. Wartet mal, ist er jetzt einfach reingekommen? Oder wo ist er jetzt? Ach, hier. Hä, wo hat er denn geklingelt? Patrick Watson. Große Neuigkeiten erzählen. Ist das nicht ihr Bruder? Ja, gratulieren. Machen wir halt mal. Ich glaube, es ist ihr Bruder. Oh mein Gott, jetzt wird es aber gefährlich, Leute. Jetzt bitte, bitte ins Haus kommen jetzt. Kommen Sie bitte. Ach, nee. Das ist doch ihr... Hä? Den kenne ich doch gar nicht. Wieso hole ich den Fremden ins Haus? Hallo? Wo ist denn jetzt unser Vater? Da ist er. Er rennt weg. Okay, tschüss. Ciao. Ciao, Vater. Tschüss. Okay. Dann halt nicht. Von Filzläusen befallen. Was auch sonst. Wundert uns das? Ich glaube nicht. Können wir die Kinder wickeln? Windel wechseln. Hallöchen. Hallo, meine Lieben. Erste Show vorbei, völlig kaputt, ganz viel Energie getankt und schön mit der Familie gefrühstückt. Och, wie schön. Und jetzt endlich da. Heute geht's in Runde 2 der Show. Es war so stressig, aber auch toll. Wann hast du denn gleich noch die zweite Prediction oder willst du das mit den 15 Minuten machen? Was meinst du, Chris? Ja, hab gut geschlafen, bin nicht mehr krank, endlich keine Kopfschmerzen mehr und Halsschmerzen mehr. Gott sei Dank, das freut mich. Das freut mich sehr. Ich wollte eigentlich Windel wechseln, ne? Hab mich jetzt verklickt. Wollte eigentlich die Windel wechseln. Und auch hier von Maxi möchte ich gerne die Windel wechseln. Die armen Babys, die sind alle vollgekackt. Alle sind vollgekackt. Dein Stream so. Oh, Babsi, ich drück dich. Ob Mädchen oder Junge? Ja, ja, klar. Jetzt kommt, ob Mädchen oder Junge. Bekommt Sissy ein Mädchen, ein Junge oder Zwillinge? Oder Drillinge oder Vierlinge, also Mehrlinge halt. Um 14.30 Uhr ist Treffpunkt. Die Show beginnt um 16 Uhr. Wow. Du bist aber auch immer beschäftigt, ne? Das ist schon krass. Sie kann die Kinder ja jetzt alle adoptieren, ne? Wo geht das denn? Also ich weiß, dass wir es... Das sind ja ihre Kinder. Aber wir können ja unter Kinderbetreuung hier als Pflegekind adoptieren. Das ist süß. Und bei Valia auch als Pflegekind adoptieren. Können wir die älteren Kinder auch als Pflegekinder adoptieren? Ins Bett bringen. Freundlich. Geht das? Über Weltfrieden reden. Oh, süß. Du bist schon für eine Weile an deinem Computer. Mach doch eine Pause von dem Bildschirm. Entschuldigung. Ah, da ist er doch wieder. Hallo. Reinbitten. Schöne Schuhe hast du an, Pierce. Möchtest du die auch? Sein Lieblingsstar schwärmen. Wo ist Rocco? Rocco. Ach, da ist Rocco. Alles gut. Geht gut, geht gut. Salagadula, Menschigabula, Bippidi-Bappidi-Bu. Fügt sie zusammen und mach was daraus. Bippidi-Bappidi, Bippidi-Bappidi, Bippidi-Bappidi aus. Yay, so wieder da, war eben Farben. Oh, wie schön, Yuma, wie schön. Ich sag, es wird ein Mädchen aus. Dankeschön, Sophie, das wird machen, danke.
So, er könnte ja noch mal was essen, oder? Hat er nicht Hunger? Aber er könnte mit dem Ball spielen. Das ist gut. So, wir haben jetzt Unheil-Leon noch nicht adoptiert, im Prinzip. Unheil-Leon braucht... Guck mal, die sind immer zu zweit unterwegs, ne? Die sind so süß. So süß. Hier ist jetzt die Betreuerin von Unheil-Leon, von Maxi. Candy haben wir auch noch nicht. Candy, Candy. Candy ist auch so süß. Keine Auswahl. Können wir nicht gerade. Okay, und das sind ja sowieso ihre Kinder. Also da ist kein Problem. Hallo, komm rein. Und können wir das jetzt nicht mit denen auch? Rumblödeln. Ich dachte, oh no. Eva hat einen Albtraum, dass Informationen über das noch nicht fertige Videospiel an die Öffentlichkeit geraten werden. So, das würde natürlich niemals passieren. Niemals. Ah ja. Hast du denn geschlafen? Oh, das ist ja voll die gute Idee. Eigentlich kann sie ja hier schlafen. Ja, Eva, du darfst. Das wird jetzt dein Zimmer. Finde ich, das ist komplett in Ordnung. Darfst du machen. Bitteschön. Das ist dein Zimmer jetzt. Freue ich mich für dich. Ich liebe dieses Zimmer übrigens. Durchfall wegen Panik. Super Sache. Aus, ja, ja. Ich gehe immer früh baden, weil abends kann ich nie wegen Eltern. Ach so. Das sollte eigentlich gehen. Was meinst du? Ach, das Adoptieren, ja. Die meisten sagen Mädchen. Und dann kann ich euch sagen, die meisten haben recht. Es wird tatsächlich ein Mädchen. Ein Mädchen. Oder vielleicht kann Eva sie nicht adoptieren als Pflegekind, weil sie selbst noch ein Teenie ist. Und weil die ist eigentlich super nervig. Ja. Und weil sie deshalb nicht viel älter ist. Kann das sein? Oh Mann, jetzt habe ich nur 100 gesetzt. Ach, Gurki. Ach, Gurki. Was, Eva ist noch ein Teenie, ja? Ivi ist noch ein Teenie. Ivi ist ein Teenie. Immer noch Durchfall wegen Panik. Ach, das war die andere, die Durchfall wegen Panik hatte, ne? Geh doch bitte. Jetzt, ob in den nächsten 15 Minuten ein Kind geboren wird. Richtig, Leandra. Danke, dass du aufpasst. Schon wieder gewonnen, zweimal hintereinander. Wieso rennen jetzt denn alle? Ach, naja. Bis auf Anissa. Habt da Bock. Wir haben ja jetzt einige Kinder gezeugt. Achso, ja, wir müssen jetzt die nächsten 15 Minuten abwarten, ne? Weil wir gesagt haben, ob in den nächsten 15 Minuten ein Kind geboren wird. Und dann können wir aber sagen, alle Tierschüsseln bitte füllen. Dass im Prinzip wir doch mal Umstyling machen. Das fände ich sehr gut. Dass vielleicht jetzt Sid und Anissa dran sind, weil die waren ja im Prinzip davor schon mal umgestylt und dann ja wieder nicht. Und deswegen würde ich sagen, jetzt sind Anissa und Sid dran fürs Umstyling. Fände ich nicht schlecht. Fände ich nicht schlecht. Ich habe so ein schlechtes Internet. Oh. Ja, was ja, Delia? Umstyling? Umstyling? Ja, Umstyling! Geht's jetzt Rocco baden? Nein, ich möchte bitte, dass du Rocco baden gehst, Maus. Ist wichtig, der arme kleine Hund. Hab heute etwas besseres Internet, das ist doch sehr schön. Leute, haut die Sandkörner rein. Wird in den nächsten 15 Minuten ein Baby geboren? Yay oder nee? Hauen sie die Sandkörner rein. Abstimmen, los, los, los. Du. Von wem sind die beiden nochmal? Sid und Anissa vom traurigen... Sid und Anissa sind... Von Bonhilda. Sid und Anissa sind von Bonhilda. Ich umarme dich auch. Bei mir ist keine Vorhersage sichtbar. Doch, die läuft gerade, Janisilein. Die läuft. So, ich muss offline. Bis später. Schau den Stream später weiter. Macht das, Sid.
Mach das jetzt. Jetzt, wo du umgestylt wirst. Jetzt, wo du gleich umgestylt wirst. Oh, oh. Die Kids haben Hunger. Hier genau ist es mal. Ist die Brezel. Und die Kleine, hat sie auch Hunger oder ist sie nur müde? Nein, lass doch das Kind die Brezel essen. Und bringt sie... Ja, okay, Hochstuhl ist auch in Ordnung. Sie hat die Tanzfähigkeit erworben. Sehr schön. Aber sie bekommt jetzt was? Kommt sie jetzt was von Eva? Nee, jetzt wird sie wieder rausgeholt. Oh. Nee. Da war ich über. Hab Refresh gemacht und kam die Vorhersage. Perfekt. Ich hab jetzt ein bisschen mehr gesetzt. Hab dich jetzt in meiner Instagram-Bio stehen. Oh, du Süßi. Oh mein Gott, no. Mein Sim-Vater stirbt gerade. No. Miriam. Wieso das denn? Timer gestartet, weil Abstimmung durch ist. Leute, 15 Minuten. Kommt jetzt in den nächsten 15 Minuten ein Baby zur Welt? Yay or nay? Eigentlich, nachdem die Umfrage jetzt schon läuft, müsste es jetzt bald so sein. Eine Abstimmung für Feng ist eine Abstimmung für den Fortschritt. Ja, weil wir haben ja im Prinzip schon einige Damen letztes Mal und vorletztes Mal befruchtet, positiv. Und deshalb müsste es jetzt langsam eigentlich so sein. Ivy geht voll in dieser Mutterrolle auf, ne? Okay, können wir Anissas so einen Look geben wie, ja! Das ist voll die gute Idee. Vielleicht aber mit weißen Haaren, weil wir haben ja im Prinzip Valea und Valea ist ja unser Vampire-Kid und sie liegt im falschen Bett. Ja. Und Valea ist ja unser Vampir-Kind und sie hat ja eher diesen dunklen Look. Dann könnten wir im Prinzip Anissa so schon dunkel, aber mit vielleicht weißen Haaren. Das wäre auch cool. Ich umarm dich zurück, Babsi. Ich umarm dich zurück. Oh, sie ist richtig gut gelaunt. Guck mal. Anissa ist gut gelaunt. Was wir auf jeden Fall mal machen müssen, ist zusammen kochen. Ja, koch mal mit Eva zusammen. Ivy und Eva kochen zusammen. Was gibt's Leckeres? Laktosefreie Yorkshire Pudding. Ja. Oh mein Gott, so lecker. Ich hätte jetzt auch Bock auf sowas. Maxi ist sehr hungrig. Das ist schlecht. Maxi! Sag mal, du möchtest essen von dem Butler. Wo ist denn der Butler? Senji, wo sind denn sie? Ah nee, Patrick kann sich doch kümmern. Patrick ist doch auch ein Teenie. Nee, ich möchte bitte, dass du Maxi hier reinsetzt. Absetzen. Maxi, weil Maxi hat Hunger. Bitte kümmere dich um Maxi, Patrick. Patrick, danke schön. Patrick braucht unbedingt neue Klamotten. Also Patrick ist auch so ein, ja, Modebanause ist er. Modebanause. Anissa wird Teenie. Oder nein, Anissa ist ein Kind. Also die ist gerade erst ein Kind geworden. Ich umarm dich auch, Tini. Ich umarm dich auch. Ihr seid so lieb. Ich drücke euch ganz lieb. Ach, wer ist das denn jetzt? Hat er ihn reingesetzt? Ja. Und jetzt bitte gib was zu essen. Hummus-Sandwich. Lecker. Ach so. Stimmt, ja genau. Die sind gerade erst zum Tini geworden. Und zum Kind geworden. Und Eva oder Iva ist zum Teenie geworden, ganz genau. Hat sie Hausaufgaben? Sie können, ja, Hausaufgaben machen. Ich liebe sie, ne? Also, ich hätte das nicht gedacht. Ich finde sie so süß. Was eigentlich mit Bruno? Kann der eigentlich auch mal irgendwas tun? Ich meine, ja, wir haben doch angefangen, Bücher mit ihm zu schreiben, ne? Kann er doch eigentlich mal machen. Finde ich, ist so ein Ding. Kann er machen. Schreiben, Genrebuch, Kurzgeschichte. Hat er nicht sogar ein... Ist ja egal. Große Geschichten für kleine Erwachsenen. Eine Kurzgeschichte, wie nennen wir sie? Ich baue jetzt einen Friedhof. Sehr cool. Müssen wir auch mal. Das ist ja wohl eine Frechheit. Ich shoppe doch gerade CC. Was ist eine Frechheit? Bei mir würde ich gerade einfach auf dem Nichts mega... No, oh, Babsi. Kann man auch sich selbst umarmen? Ich
glaube, das müsste gehen, ja. Ich glaube, es müsste tatsächlich gehen. Eigentlich brauchen die einen Raum, wo nur Kleinkinderstühle sind, damit du jedes Kleinkind essen kann. Oh. Wie nennen wir die Geschichte? Wir nennen die Geschichte Sky Sky und der geheime Pinguin-Schatz. Sky auf der Suche nach den Geheimnissen der alten Pinguin-Völker. Wie lustig! Jojo! Level 2 der Kochfähigkeit. Ja! Kocht sie jetzt zusammen? Oh. Haben sie nicht zusammen gekocht? Oh. Ein Gericht nehmen. Wer hat denn jetzt alles Hunger? Hunger. Ein Gericht nehmen. Ist satt. Ein Gericht nehmen. Oh, ein Gericht nehmen. Bitte alle, los geht's. Auf geht's, ab geht's. Holt euch was zum Schnabulieren. Okay, sind alle auf dem Weg. Sind alle auf den Weg, okay. Ein Gericht nehmen. Und er kann auch was essen. Sehr schön. Unlock, bin wieder da. Schön, dass du wieder da bist. So. Patrick kann sich auch mal ein bisschen um sich selbst kümmern. Geh doch einfach mal eine Runde baden. Ich glaube, das hast du dir verdient. Die haben aber alle noch Angst, ne? Eieiei. Oh, was ist... Freut das nicht? Haben wir das andere Buch eigentlich auch veröffentlicht? Hier. Die Abenteuer der Kinderhorde, ganz genau. Als mir der Unterhalt fast das Genick brach. Wir können das hier hinlegen. Ich wollte nämlich die Sachen einmal behalten immer. So, ist auch echt ein gruseliges Buch. Kopieren. Und ja. Und dann können wir es veröffentlichen. 8 Minuten noch! Ich bin gespannt. Wie gesagt, es müsste eigentlich schon so sein. Es müsste schon so sein, dass es klappt. Muss ich ehrlich sagen. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht, was da los ist. Was war denn jetzt mit Eva? Oder mit Ivy? Sehr kompliziert. Eva und Ivy ist sehr kompliziert. Ich hab dir bei Insta was geschickt. Könntest du dir das angucken? Klar, Delia. Mach ich dann. Nein, nein, nimm's jetzt nicht weg. Patrick, stopp. Patrick, stopp. Patrick, hör auf, Mann. Ey, sag mal, könnt ihr euch nicht um euren eigenen... Los. Wie kann man nur so anstrengend sein? Kümmer dich um dein eigenes Zeug, Patrick. Ehrlich. Ehrlich. Geh dich entspannen oder schlaf mal eine Runde, Brudi. Kann ja eh nicht sein. Geh schlafen. Iva macht eine Phase durch. Sie ist rebellisch und nur darauf aus, die elterliche Autorität in Frage zu stellen. Ja, gut. Wünsche dir viel Spaß, Iva. Weiß nicht, ob du damit durchkommst hier, ne? Weiß ich nicht. Och, sie hat immer nur die Seifenbleichen. Bleiben machen. Seht es die Kleinen dann auch und finden das toll? Schau mal, was die Mama macht. Seifenblasen. Oh, Seth reagiert da drauf. Süß. Sie hat tatsächlich darauf reagiert, aber ich kann ihn nicht anklicken. Doch. Ja! Hurra! Wir haben das an... Die reagieren da tatsächlich drauf. Wie süß ist das denn? Leute, wie süß. Guten Morgen. Katastrophe. Hallo. Hallöchen. Jemand hat gesagt, dass man Dreck essen kann, aber ein anderer meinte, davon würde man krank werden. Kann man Dreck essen? Dreck zu essen ist wirklich ungesund. Dann sagen wir lieber, dann hänst dich irgendwer. Bin eben erst nach Hause gekommen. Dachte ich mir schon. Wie geht's dir? Süß.
einfach nur süß. Okay, sie hat Angst vor Meer. Haben jetzt die Kinder aber alle gegessen? Ach du guter Gott. Gott sei Dank ist jetzt... Ich bin gruselig. No! Mein Gesicht sieht schrecklich aus, so kann ich nirgends hingehen. Was soll ich machen? Oh, Baby! Du siehst ganz normal aus. Stell dich nicht so an. Versuch es mit ein bisschen Schminke. Was sind das für Antworten? Ich bitte euch. Ach. Mann, ey. Das geht ja gar nicht. Süß. Sie kümmert sich den ganzen Tag um die Kinder, ne? Sie kümmert sich den ganzen Tag um die Kinder. Sprechen beibringen. Was mit euch? Ihr geht auf jeden Fall auch in die Schule, ne? Aber das ist ja wohl ganz klar, dass ihr nicht zu Hause bleibt, ihr zwei. Oh Gott, und er ist einfach auch richtig angenervt. Richtig angenervt. Also. Voll cool. Was habe ich verpasst? So, bin mal ganz kurz weg. Alles klar, Sky, Sky. Ja, die Antworten sind echt. Ja, genau. Die sind echt sehr bescheiden. Das ist komplett recht, Gurki. Entschuldigung, ich habe 1 GB CC runtergeladen. Babsi. Babsi. Hast du dich wieder nicht zurückhalten können? Ich mag dieses Lied nicht. Okay. Schreibblockade. Nein! Du musst schreiben mögen, du Gubbel. Gubbel, 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 Gubbel. Mein komplettes Buch. Wo ist das Buch? Wo ist... Geh hier hin und kopier's. Und das hier auch. Nerv nicht. Mach das, was ich dir sage, Brudi. Dankeschön. Packen wir wieder ins Inventar. Und jetzt können wir 1 veröffentlichen. Ausgezeichnet. Abenteuer der Kinderhorde normal ist nicht so gut. Okay. Möchte das gerne veröffentlichen. Hallo. Selbst veröffentlichen. Sky Sky und der geheime Pinguinschatz. Das ist so süß. Das könnte halt wirklich ein Buch sein. Es ist einfach richtig goldig. Kubbel, kubbel. Kubbel, 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 kubbel. Gar nichts. Ich war die Nacht bei Chris drüben. Ja, ja, ich weiß. Da waren Sachen, die ich noch nicht kannte. Die brauche ich einfach. Ja, glaube ich. Hast du Dings runtergeladen? Max's Match, Bobsy? Also, Leute, wenn ihr tolle Max's Match Sachen findet, ja, wo ihr sagt, die sind mega, mega, mega cool, dann dann müsst ihr auf jeden Fall die Sachen bitte in den Discord posten. Ja. Habe ich schon gehört. Gurki, habe ich schon gehört. Es ist nichts zwischen uns passiert. Und dieses Alien. Glückwunsch! Bruno hat ein eigenes Buch veröffentlicht. Yay! Hat er jetzt 2 veröffentlicht? Eigentlich? Nee, noch nicht. Selbst veröffentlicht. Sky, Sky und der Pinguinschatz. Dina, Hallöchen. Hi, Shanini. Hallo, Dina. 2 Minuten noch. Oh mein Gott, Leute. Es kann nicht sein. Ich habe einfach 56 GB CC. Wartet mal. Er hat halt echt immer noch 24 Kinder. Wie kann denn das sein? Wie kann das sein? Mond, eine gute Nacht wünschen. Wie süß ist denn das? Yes, Ms. Ribalfa? Ah, Bavuda. Wie geht das? Bringt ihn jetzt einfach nur ins Bett? Ich dachte, jetzt kommt irgendeine mega süße Animation und er sagt einfach nur Bringa, Bringa, Nada! Und das war's? Oh. Na ja. Waschen. Wasch das Kind. Mann, ey. Mann, ey. Creme auftragen, bitte. Weniger als 1 Minute, Mann.
Tina. Ganz viele Herzen an dich zurück. Nur noch 976 Kinder. Ja, super Sache. Ich bin ja gespannt, mit welchem Kind wollen wir eigentlich weiterspielen. Wir haben ja, also, wobei wir halt ja auch gesagt haben, wir wollen ja eigentlich mit Bruno spielen, bis er Senior ist. Wobei wir dann ja auch echt aufpassen müssen, dass uns Bruno nicht wegstirbt. Ne? Ne? Ist halt auch so ein Ding. Müssen wir aufpassen? Hey. Over. No way! Es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, oder? Ach nö. Naja, okay, gut. Es kann einfach nicht sein, dass kein Kind geboren wurde. Post holen. Ich flipp aus. Ich flipp aus. Oh mein Gott, haben wir viele Spielsachen gekriegt. Naja. Naja, Veronica ist sehr hungrig. Oh no, Veronica. Hat sie das noch im Inventar? Nee, ist verdorben, blöd. Das ist sehr schlecht. gibt's hier noch was? Öffnen? Tatsächlich. Schnell. Suppe essen. Sehr schön. Oh Mann, ich bin pleite. Oh no. Ich hoffe, das war jetzt Veronica auch. Oh, das ist gar nicht Veronica. Wir müssen noch was kochen. Die Kids haben Hunger. Die Kids haben Hunger. Kochen. Was kochen wir jetzt Leckeres? Algenrahm? Oh, das ist zu wenig gewesen eigentlich. Algenrahm gehen nicht, Maus. Auch wenn es sehr lecker klingt, können wir nicht machen. Können wir leider nicht tun. Wassermelonsalat klingt auch sehr lecker. Rührmischbeck Fischtacos. Komm, wir machen eine Partygröße Fischtacos. Das ist gut. Sakura, Hallöchen! Wie geht es dir? Lukas, hallo! Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Habt ihr gut geschlafen? Lukas, ich habe gestern deinen Post gesehen auf Instagram. Du musst mir jetzt sagen, ob das jetzt wirklich nur auf TikTok bezogen ist oder auf Insta auch. Margrethe, Christine, guten Morgen. Hallo. Du warst doch schon da. Oder habe ich mich verlesen? Nein, du warst schon da. Gell? Wartet mal, was? ...6500 Punkte gehen an Matski? Eben, Marie. Du warst doch da. Wollte schon sagen. Hä? Hä? Nur auf TikTok. Okay. Weil kaum einer hatte nein. Ich dachte schon. Wirklich, Lukas. Weil deine Sachen sind voll toll. Gut, habe ich geschlafen. Und du? Gut, aber wenig. As always. You know me, guys. You know me. So, ich muss jetzt auch los. Ich muss mich aufs Schwimmen vorbereiten. Oh, wie schön. Hab noch ganz, ganz viel Spaß. Hab du einen tollen Tag, Gurkchen. Schön, dass du da warst. Hat mich gefreut, von dir zu lesen. Da, 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 da. So, wir müssen jetzt mal ganz kurz... Oh, no, 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 no. Oh mein Gott, er kommt mit dem Kind von draußen rein. 60 Minuten. Patrick, geh mal... Patrick und... Brooke ist auch lustig. Und Rocco geht mal spazieren. Geh mal spazieren. Es ist Montag. Ja. Ja, aufstehen. Geht alle aus dem Bett raus. Ihr habt jetzt Kindergarten. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Gott sei Dank haben wir Kindergarten, ne? Gott sei Dank. In nein, 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 nein! In die Vorscheune gehen, bitte! Lasthoff, danke für deinen Quark. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Oh mein Gott, mein Partner bräuchte
mich gerade spontan für die letzten 10 Minuten. Habe ich was Wichtiges verpasst? Nee, tut mir nicht mehr gut. Oh, Lukas. Er geht in die Vorschule. Das ist gut, wenn du das selbst für dich weißt. Aber nicht, weil du nicht gut bist oder weil die Sachen nicht gut sind. Ja, nur, dass du das weißt. Weil ich mag deine Sachen total. Und auch das Edit, was du gestern... Oh, wie süß, die liegen zu zweit da drin und schlafen. Süß. Oh Gott, komm raus da. Heul mal rum. In die Vorschule gehen. Kannst du auch in die Schule? Nee, im Urlaub. Ich will nicht, dass die in Urlaub ist. Ich möchte, dass die in die Schule gehen. Gar nicht gut. Wo bist denn du? Bist oben. Wo ist Ivy? Ist oben. Die steht schon wieder im Schaukelstuhl. Kannst du... Ah ja, er hat schon rausgeholt. Nee, nicht heulen, nicht heulen. Du gehst jetzt in den Kindergarten. Da geht's dir ganz gut dann. Du kommst nach Hause und du bist sauber, glücklich, hast gegessen. Schau mal. Fügt sie zusammen und mach was daraus. Bibbidi-babbidi, aus. Komm raus da, heul mal nicht rum. Wir gingen leider... Oh, ich drück euch da vorher aus. Leider kam wirklich kein Baby in der Zeit. Ich bin ein bisschen sad. Danke für euer Aus. Ihr seid so süß. Ihr seid so süß. So, ihr Lieben, ich gehe mal ganz kurz Pipi machen. Chris Leandra spammt den Chat voll. Ihr wisst Bescheid. Wenn ihr gerne auf den Discord kommen wollt, kommt gerne in den Discord. YouTube ist auch am Start. Und Merch gibt es auch. Klickt einfach mal drauf, wenn es euch interessiert. Und dann bin ich gleich wieder da. Ich muss nämlich Pipi machen gehen. Ich hoffe, es passiert nicht. Was, oh Mann? Ich habe auf Baby gewettet. Ich auch. Ich auch. Bis gleich. Spiel läuft ja noch. Ja, ihr sollt ja was sehen in der Zeit. Wollte sie, glaube ich, auch ganz genau. Das wollte ich. Ich will ja, dass ihr was sehen könnt, dass was passiert. Aber ich habe viele Nachrichten bekommen, die mir eine andere Sichtweise gegeben haben wegen den Edits. Ja, so ein Quatsch. Deine Edits sind total schön. Ich liebe auch das Edit, was du gestern für mich gemacht hast mit den Emotes. Das war gestern, ne? Ich habe es geliebt. Ich habe es voll schön gefunden. Also von dem her... Dance Party! Ganz genau. Können wir sie trotzdem in die Schule schicken? Ja, zur Schule gehen. Da geht's schon los. So wollen wir das. Bitte alle in die Schule gehen. Das ist gut.
Wisst ihr, was ich ihr jetzt kaufe? Sie bekommt jetzt von mir so Stricksachen. Sie sitzt die ganze Zeit auf diesem Schaukelstuhl. Und wenn sie da nicht wohl stricken möchte, weiß ich auch nicht. Aber ich habe einfach ein Haar im Auge jetzt. Was soll denn das? Nicht gut. Stricken. Strick. Nee, stricken möchte ich bitte. Stricken? Ach, komm. Einfach ein Fussel im Auge gehabt. Oder sticken. Soll sie sticken oder stricken? Stricken, oder? Mit den ganzen Kids soll sie mal stricken. Das ist cool, glaube ich. Unlock, Bibi, Sharon, Bibi. Tantiemen bekommen. Sehr schön. 7 Simoleons. Toll. Das ist schon ein bisschen mehr. Schon frech irgendwie. Mach mal kurz ein Kraftnickerchen, Maus, damit du ein bisschen fitter bist. Was wünscht sie sich da? Butler loben? Ach, süß. Bruno küssen. Ach, süß. Ach, wie süß ist denn bitte Evie? Patrick ist zur Schule. Sehr schön. Und der Wuffi, dem geht's gut, oder? Ja, Rocco geht's gut. Das ist super. Können wir ihn kuscheln vielleicht? Zusammen auf ein Abenteuer aufbrechen? Oh mein Gott, wie süß es ist. Leute, es ist so süß. Ich erkenne deine Sachen immer sofort durch, wenn sie mir angezeigt werden. Ja, ich auch. Ich finde die Sachen auch voll schön. Wobei, ich muss sagen, letztes Mal habe ich einfach... Ich habe kommentiert, aber ich habe einfach vergessen zu liken. Ich bin einfach manchmal eine lustige Karotte. Bin wieder da. War ein bisschen schlimmeres... Was? Was? Deswegen... Ich weg war. Kann ich dir ja später auf Insta schreiben. Okay, das klingt gar nicht gut. Ich möchte bitte einfach nur eine schnelle Mahlzeit essen. Hier, guck mal. Oh, so ein geiles Käsebrötchen. Das ist jetzt das, was ich mir vorstelle, was sie schnabuliert. So, und dann möchte ich bitte, dass du Bruno küsst, weil das war dein Wunsch. Opa, Schule besuchen. Nee. Heiratsantrag machen. Oh. Oh. Einfach nur küssen, bitte. Küssen, küssen, küssen. Sanft küssen. Einfach nur küssen. Hals küssen. In Sauna rumschlafen? Rumschlafen. Rumschmusen? Alles klar. Hoffentlich wird alles wieder gut. Ja, ich hoffe es auch. Oh Gott, ich dachte gerade, warum ist hier ein Baby? Warum ist es zu Hause? Ich dachte, die sind alle im Kindergarten. Besuch ist da. Wer ist das? Ah, der Gato. Oh. Komm rein. Das ist okay für mich. Also, ja, hoffe ich auch. Ich glaube, das wird wieder Mausi. Zumindest hoffe ich, dass ich drück dich ganz lieb. Delia! Dankeschön für 15 Bits! Dankeschön! Süßi, danke. Bits, Bits, Bitsy, Bits. Denise, hallo, wie geht's dir? Schön, dass du vorbeischaust. Hast du gut geschlafen? Er muss kurz speichern. Ich habe Angst, dass das Spiel abstürzt, weil wir den Outfit wechseln. Soll ich euch sagen, worauf ich überhaupt keinen Bock habe? Dienstag wird das Update kommen für Donnerstag. Das heißt, am Dienstag werden alle Mods nicht funktionieren. Das wird einfach richtig Pain. Das heißt, wir müssten eigentlich am Dienstag ohne Mods spielen. Zählt Süßi als süß? Ja, Süßi zählt als süß. Das heißt, wir müssen eigentlich am Dienstag ohne Mods spielen, weil sonst, also ich habe echt Schiss, dass mir sonst das komplette Spiel zerschießt. Und müssen dann abwarten, bis im Prinzip die Sachen geupdatet sind, ne? Was macht denn sie jetzt? Zurück nach Hause. Ah ja. Ich hoffe ja, dass die Sachen dann bis Donnerstag funktionieren. Gerade der MCC und so. Weil ohne MCC ist es echt Pain. Ja. Ja. Also Custom Content bleibt. Den mache ich nicht raus. Aber... Pierce Blau, dann kannst du...
Dann kann ich Dienstag nicht in den Haushalt spielen, wo ich 9 Personen habe. Oh mein Gott, ja stimmt. Stimmt. Aber ich glaube, bei Chloe haben wir noch nicht so viele Leute, deswegen geht's. Weil Dienstag ist eigentlich Chloe-Tag. Und denkt dran, an die, die morgen früh um 9 da sind, ich streame morgen früh um 9 wieder. Morgen ist Montag und ab jetzt streame ich immer montags auch. Ja, also morgen um 9 seid da, würde mich sehr freuen. Da-da-da-da-da-da. Wartet mal, wo ist der Butler? Sie wollte ihn doch loben. Wo ist denn der Butler? Und warum geht eigentlich Anissa nicht in die Schule? Wir stylen Anissa gleich um. Und warum kommt hier ein Wauzi? Die Streunerin Lilly kommt hier einfach. Hallo Lilly. Lilly, hallo. Lilly, bleib stehen. Lilly. Lilly, lauf nicht weg. Lilly, bleib stehen. Lilly. Oh, okay. Dann halt nicht, Lilly. Streamst du jetzt jeden Tag? Yes. Ich stream jetzt jeden Tag. Jeden Tag. Genau. Aber nächste Woche, also die ab ne, morgen von nur von Montag bis Donnerstag, weil ich am Freitag wegfahre. Ich fahre am Freitag übers Wochenende weg, deswegen nächstes Wochenende bin ich leider nicht da. Aber das Wochenende drauf wieder. Hallöle, bin wieder da. Eileen, Bibi. Hallo Schatz, ich bin's Papa. Wann kommst du zu Besuch? Ich habe mir bei deiner Erziehung so viel Mühe gegeben. Du könntest zumindest ab und an vorbeikommen und deinen alten Vater sagen, dass du ihn liebst. Oh. Ich kann nicht, aber dann... Oh, ich komme morgen. Das machen wir. Wir gehen morgen zu ihren Eltern und sie nimmt ihre Kinder mit, also ihre leiblichen. Oder alle? Ist ja auch witzig. Oder sie kommt halt einfach ohne Kinder. Naja, wo ist jetzt der Butler? Ich möchte, kommt jetzt der Hund wirklich wieder zurück? Oh no, der erste Toddler kommt wieder nach Hause. We going under, bang bang like thunder, bang bang like thunder. Dankeschön, das Top für 111 Bits. Ganz viel Liebe an dich, dankeschön. Eventuell bin ich gerade dabei, meine Janine-Streams Wecker zu stellen. Oh, Sharon, du bist so süß. Du bist so süß. Nee, du musst jetzt bitte erst Pipi machen, sonst geht's daneben aus. Du bist so süß, Sharon. Einfach eine Zuckermaus. Könnten Sie bitte kurz rausgehen? Ich möchte Pipi machen gehen. Und danach, das war nicht Pipi machen gehen, bitte, Girl. Kannst mir nicht erzählen, dass du so gepieselt hast. Fipp. Ist ein Tröpfchen vielleicht rausgekommen. Wo ist denn jetzt der Butler da? Ich möchte bitte, dass du den Butler lobst, weil du dir das wünschst, weil du dir das wünschst. Management loben. Wasserballonschlacht machen. Was wünscht sie sich für süße Sachen? Ich flipp aus. Die Maus ist einfach ein Zuckerstück. Kauf mal. Wasserballons. Wasserballons. Hier, Wasserballons, ja. Wie kann man nur so süß sein, Leute? Wo wollen wir das machen? Oh Gott, leck nicht rum jetzt wegen dem Baum. Flip aus, ey. Flip aus, dankeschön. Wo wollen wir denn? Oh Gott, die Rakete hat es jetzt auch erwischt. Aber das Ding geht wieder. Hä? Wo haben wir denn Platz für Wasserballonschlacht? Also wir haben so viel Platz hier. Hier wäre cool. Dann könnten wir diesen Eimer so hinstellen, als wäre es halt im Prinzip für die Pferde gewesen. Und dabei ist es halt im Prinzip eine Wasserballonschlacht. Das ist cool. Hallo, bin wieder da. Hallo Sarah, Baby. Juju? Nee, Tini. Nee. Nee, wir machen hier keine Wasserballons füllen. Ja. Ich will das sehen. Pferde? Ja, Lukas, ich habe das extra gebaut wie eine Pferderanch, also ein Pferdehof. Deswegen ist hier eine große Koppel. Und hier sind die Pferdestallungen. Ja, ich habe das extra für wie so ein Pferdeding gebaut. Mhm. We going under, bang bang like thunder, bang bang like thunder. Da 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 da.
Bebe Babsi. Wieso hat sie jetzt sowas Komisches an? Eben, weil eigentlich hat sie sowas nicht. Hä, doch, ist es tatsächlich ihr heißes Wetteroutfit. Vielleicht sieht es nur so komisch aus, weil sie schwanger ist? Ich weiß nicht. Wasserballon, wie? Wie fühlt sich unwohl? Ach, nö. Nö. Ball holen spielen mit Rocco. Okay, dann spielen wir halt mit dem Ball. Wieso wünscht sie sich so süße Sachen? Flip aus, ich will das. Ja! Üben mit Rocco spielen. Ja, 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 ja. Ivy ist ja einfach ein Zuckerstück. Oh mein Gott, ich lieb's. Hätte Pferde so gern bei Sims 4. Ich auch. Ich auch. Aber es gibt keine Pferde. Nee, es gibt keine Pferde. Es gibt leider keine Pferde. Also, ja. Ich habe halt Pferde. Hallo? Hä? Girl, was ist denn dein Problem? Nadia ist aus der Vorschule zurück. Och, ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid, Kinder. Nein, tue ich nicht. So viele Kinder, ich krieg die Krise, Leute. Ich krieg die Krise. Er wird angerufen. Oh, das Leben behandelt mich in letzter Zeit gar nicht gut. Stört es dich, wenn wir uns bald zu einem Frustsitzung treffen? Würde dich gerne mal wieder sehen. Nee. Nee, Miko. Nee. Was ist das denn? Sie darf nicht gehen. Sie muss für immer bleiben. Wer denn? Wer darf nicht gehen, muss für immer bleiben? Oh, süß. Ivy? Ivy bleibt auch für immer. Ivy ist jetzt und die Mama dieses Hauses. Kann man nicht ein Merkmal nicht eifersüchtig auswählen? Gibt's es nicht? Gibt's es nicht, dass sie nicht eifersüchtig ist? Niemals erschöpft, für immer satt, voller sein, kann man nicht sorglos. Sind nie angespannt. Wir gehen jede Karriere höher. Unabhängig, schamlos. Immunität gegen Läuse, so ein Ding, das könnte man sich echt mal gönnen, ne? Das beste Moment des Tages ist, wenn die Sims-Kinder nach Hause kommen. Nein, ist es nicht. Nicht, wenn es so viele sind. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Oh, er wird wieder angerufen? Candy fragt, ob ich rüberkommen will. Nee. Was ist denn jetzt los? Irgendwas anderes komisches. Spielt sie jetzt mit dem Hund? Hat funktioniert. Tierfutter kochen. Süß. Wieso macht sie so süß? Und wieso will sie so süße Sachen? Tierrezept kochen. Hausmannskost für Rocco kochen. Ein Fleisch kochen, Knochen machen wir. Ja! Wieso? Oh no, die Tacos sind kaputt. Für was haben wir die gemacht? Wo ist der Butler? Butler! Klingelingelingeling! Butler! Wo sind sie denn? Wo ist er denn da? Ich möchte bitte, dass sie kochen. Ich möchte bitte, dass sie uns etwas kochen. Ja? Bitte. Das wäre voll nett. Aufgabe erteilen. Familienessen kochen. Sind schon irgendwelche Babys geboren? Irgendwie nicht, Sarah. Es sind keine Babys geboren, aber es sind sau viele schwanger. Also es müssten einige Babys eigentlich kommen. Ne? Also Kendra zum Beispiel ist schwanger. Doch, ein Kind ist geboren. Wir wurden aber nicht angerufen. Wir wurden nicht angerufen. Welches Kind ist geboren worden? Das hier? Was ist das? Die Ute. Ja! Die Ute! Die Ute ist geboren. Die Ute ist von Kendra. Leandra, bist du da? Kannst du bitte hinzufügen, dass Ute das Kind von Kendra ist und dass die dann zu uns ziehen muss, bitte? Weil sonst vergessen wir es. Warte mal, was? Wir haben jetzt zwei Enkelkinder. Süß.
Ute, ganz genau, die gute Ute. Alter, was ist denn mit ihm los? Wir haben 2 Enkelkinder, Leute. Und die haben 25 Kinder. Leute, das ist doch eine super Sache. Jetzt seid mal ehrlich, das ist doch eine super Sache. So merkwürdig, die Meerjungfrau und die Ellendamme sind doch schon viel länger schwanger. Vielleicht haben sie das Baby verloren? Ich weiß nicht. Ute! Die Ute. Aber eigentlich nicht. Oder vielleicht ist das Alien-Kind sogar schon geboren? Das ist die Ute. Das müsste ja im Prinzip, die kennen wir alle. Die haben wir ja umgestylt. Ne, Markus? Nee. Wie hieß denn unsere Alien-Dame? Sissy ist schwanger, Claire ist schwanger. Maya hat den Unheil-Leon bekommen. Eva? Wer war denn das Alien? Also Kendra hat Ute gekriegt. Maya ist die Meerjungfrau. Kailua. Kailua ist die Meerjungfrau. Okay, jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo ein Kailua haben. Eggerson, Bloop, Delgato, Laurent. Laurent. Jansen. Nö. 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 Ich lade sie halt einfach mal ein, oder? Die Maya war die Meerjungfrau. Maya. Wartet mal hier. Die ist nicht mehr schwanger, die Maya. No. Grave, hallo. Wollt ihr wirklich 1000 Babys machen? Yes. Toll, meine Tante heißt Ute. Ich baue seit einer halben Stunde am Friedhof und ich baue immer noch Blumen hin. Auch wie cool. Weiß aber nicht mehr, wie die hieß. Oh. Ja, genau. Aber die ist nicht schwanger. Kinder auflisten. Sie hat ein Kind. Gina Weißhaupt. Ein Kind. Gina Weißhaupt. Ist Gina Weißhaupt vielleicht hier irgendwo? Nee. Gina Weißhaupt. Da ist sie. Da ist sie. Gina Weißhaupt. Die gehört zu uns. Die Gina Weißhaupt gehört zu uns. Müssen wir die jetzt holen? Eigentlich schon, ne? Okay, also. Was machen wir dann mit dem Baby? Behalten? Doch, das ist ja jetzt geklärt. Also wir haben jetzt die Gina Weißhaupt gefunden. Das heißt, wir gehen jetzt dahin und holen die Gina. Und die Gina ist hoffentlich dann ein Meerjungfrauenkind. Gab es jetzt noch Namensvorschläge, was wir einlösen mussten? Party, Party! Griff, wie geht's dir? Bist du gut in den Sonntag gestartet? Nach Solani. Da ist sie. Da ist sie. Die Gina Weißhaupt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir die jetzt zur Familie hinzufügen können oder nicht. Ich weiß nämlich jetzt nicht, ob wir das eingestellt haben oder nicht. Das ist jetzt die Frage. Das weiß ich nicht. Okay. Okay.
Leora wollten wir doch nehmen, oder nicht? Ja, aber im anderen Let's Play. Stress ist mit den Babys geplant. Was meinst du, Alida? Hallöchen. Mir geht's ganz gut, 6 Uhr früh beim ersten Kunden. Oh, 6 Uhr morgens ist schon hart, wa? Schon hart, 6 Uhr morgens. Mir geht's gut. Da ist sie, die Gina. Gina! Aus der Familie entfernen. Nee, ich kann sie gerade nicht hinzufügen. Wir haben zu viele Kinder. Also wir haben schon zu viele in der Familie, glaube ich. Süßi. Lustige Geschichte erzählen. Süß. Guck mal, er mag die Gina. Wer ist der Vater aller Kinder? Bruno. Hier er. Das ist der Vater. Sehr süß. Ja gut, dann müssen wir jetzt leider warten bis zum nächsten Mal, weil das wäre jetzt Quatsch, das Spiel neu zu starten. Würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach zurück, stylen noch unseren Cid und unsere Anissa auf jeden Fall um, weil das war ja der Plan, dass wir noch umstylen. Und nächstes Mal kommt dann Gina in unseren Haushalt. Da müssen wir dran denken, dass wir dann das Spiel, also die Haushaltsgröße hochsetzen. Und dann noch das Alien-Baby. Was meinst du, das Alien-Baby? Das Alien-Baby muss auch noch in die Family. Meinst du das? Unsterblich oder müssen nicht alle Kinder von ihm sein? Nee, also wir machen es so, dass er, bis er Senior ist, die Kinder zeugt. Und dann suchen wir uns einen Nachfahren, der dann weitermacht. Und genau so ist es unser Plan immer. Ja, aufgeschrieben. Ja, genau, genau. Ja, genau. Also es ist nur noch das Alien-Baby und das Baby von... von Kendra, die Ute muss noch zu uns, die Gina und das Alien-Baby. Aber ich weiß jetzt nicht, wer das Alien war. Wir waren nochmal das Alien, Leute. Wir waren nochmal das Alien. Aber das wird wahrscheinlich auch geboren sein. Wir haben es nur wahrscheinlich nicht mitbekommen. Das wird das Ding gewesen sein. Das wird es gewesen sein. So, gut. Dann stylen wir jetzt mal um. Und zwar fangen wir mit Cid an, würde ich sagen. Oh, nee, wir fangen mit Dings, mit Anissa an. Testing. Cheats true. Cast. Full edit mode. Und dann hat mir Delia ein Bild geschickt. Wo ist sie denn, die Anissa? Leute, Anissa ist weg. Wo ist Anissa? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kleinkinder. Der Hund, die zwei Teenies. Warum ist Anissa nicht mehr in der Family? Wieso ist Anissa jetzt nicht mehr in der Family? Ich flippe aus. Anissa wurde rausgemobbt. Anissa wurde rausgemobbt. Aber wir können sie ja trotzdem umstylen. Wir stylen sie um. Und, oh ja, das würde tatsächlich voll gut passen. Ich würde sagen, wir stylen sie um. Trotzdem. Ich speichere jetzt. Und dann fügen wir sie das nächste Mal einfach wieder zur Familie hinzu. Warum das jetzt nicht klappt. Oder warum sie raus ist. Und warum ich sie nicht mehr hinzufügen kann. I don't know. Wir haben ein Kind verloren. Ja. Oh mein Gott, ey. Was ist denn das? MC Sim-Kommandos in der Stelle zu ändern.
allgemein. Allgemein, das erste Mal Sims gespielt seit Sims 1. Sims 4 seit Release. Ja. Also Sims 4 ist jetzt 2014 rausgekommen. Und seitdem spiele ich Sims 4 und Sims 1 auch schon, weiß nicht, mit 7? Salagadula, Menschigabula, Bibidi-Babidi-Bum. Füg sie zusammen und mach was daraus. Bibidi-Babidi, Bibidi-Babidi, Bibidi-Babidi aus. Bin schnell Haare waschen. Meine Mom will meine Haare schneiden. Oh, wie cool. Also lange, sehr lange. Ich auch. Aber reinrassig. Oh, süß. Süß. So. Hey, dann sind die Kids ja fertig. Sind die Kids fertig? Leute, aber dann würde ich sagen, wir beenden jetzt auch hier den Streamy. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr gerne mehr live dabei sein wollt, folgt mir auf Twitch. Ich bin täglich von Dienstag bis Sonntag online. Und jetzt über den ganzen August über, kommt drauf an, wann ihr dieses Video seht, auch immer montags. Da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einschaltet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.